waren sie warm und lecker. Und heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Uns fehlt der Reiz und die Zeit. Doch gewinnt, weil du weißt, dass es gegen uns nicht reicht. Der Crew Award ist safe, safe, safe. Du sagst, du hast Skills, doch ich seh nix. Du willst weiter, aber geht nicht. Uns fehlt der Reiz und die Zeit. Doch gewinnt, weil du weißt, dass es gegen uns nicht reicht. Der Crew Award ist safe, safe, safe. Du sagst, du hast Skills, doch ich seh nix. Du willst weiter, aber geht nicht. Okay, okay, du bist schon so weit, dann machst du es uns leicht. Du bist so fett, bitch, um dein Gewicht herauszufinden. Nehm ich einfach ab, so zwei, ey, halt mal die Fresse. Nehm mal den Mund nicht zu voll. Du versuchst halbwegs zu rappen, doch am Ende flossst du nur rum wie ein Troll. Ich komm nicht klar, doch was du Penner da flow nennst. Erst den breathtaking Moment und jetzt den fat-breaking Moment, wow. Du bist einfach ein Loser, tust mit dem Corsair straight durch dein Kuhkaff und fragst dich seit der Bad ist, was das Ganze ein Eier, der mit dem Big Tasty zu tun hat. Oh shit, Bro, gegen uns siehst du Bastard gar keine Punkte und dein Niro-Arschnitt sieht aus wie der Ward für die langweiligste Runde. Bitch, wir machen das Ganze in einer Stunde Freizeit. Mich wird schon wundern, wenn du überhaupt eine Runde einreichst. Wir kommen heftig auf den Beat, so als wäre deine Mutter. Ansgar Demon über Style, fick dich mit der Butter. Wir scheißen komplett auf deine Drecksmusik. Mach lieber in deinem Zimmer ein paar Let's Plays, du Freak. Uns fehlt der Reiz und die Zeit. Doch gewinnt, weil du weißt, dass es gegen uns nicht reicht. Der Crew Award ist safe, safe, safe. Du sagst, du hast Skills, doch ich seh nix. Du willst weiter, aber geht nicht. Runde 3, du bist der erste Gegner, der hier etwas kickt. Und zum dritten Mal gibt es hier nichts, was sonst nur etwas trifft. Ach du Kacke, ist der Spaß schlecht. Ich dachte erst, der will mich ja verarschen, echt. Hab mir das gegeben und dachte echt, wir battlen Ramon Hess. Du machst mit, ey, wieso zeigt der Trottel keine Einsicht? Du wirst doch tagtäglich auch schon oft genug beleidigt. Der letzte Gegner hat dich eingereicht, also bist du wohl wie wir. Obwohl doch, ich hätte Casper nicht verpeilt, wären wir trotzdem noch hier. Die letzten beiden wussten, dass sie gegen uns nichts reißen. Homeboy, du rappst so scheiße, Homeboy, solltest echt verpeilen. Homeboy, du hast jetzt den grünen Iro, lachhaft, du Bastard. Ich glaub, der fette Fiesack macht dir jetzt auf ganz harten Punker. Abgefuckter Lifestyle, echt klar, dass dir das gefällt. Und du brauchst nicht mal eine Ratte, denn die Ratte bist du selbst. Du nennst deine Mutter Fotze, du hast Schläge verdient. Du beleidigst den einzigen Menschen, der dich ein bisschen liebt.